Wann und warum hast du angefangen, in diese Modelle hineinzugehen? Modelle? Diese Sicht der Dinge, in diese... Seitdem ich Stabilbaukasten... Als Kind haben wir im Stabilbaukasten gehört und haben wir gefragt, wo passt die Schraube hin? Man möchte einfach wissen, wie es geht. Das hast du immer schon darüber nachgedacht? Seit ich einfach, seitdem ich Hunger im Bauch hatte und gewartet, bis die Brust kommt, wollte ich wissen, wie das geht. Und was waren deine wichtigsten Quellen? Moment für Moment das. Es gibt nur den absoluten Meister, der immer präsent ist, nämlich das, was sein ist. Und das schafft immer den richtigen Umstand für die sogenannte nächsten Moment deiner sogenannten Suche. Es gibt keinen anderen Meister. Es gibt nur den absoluten Meister und der ist immer präsent. Also du kannst sagen, das ist die absolute Gnade, die, weil sie keine Gnade kennt, das ist, was Gnade ist und ohne das gar nichts wäre. Und das ist der absolute Meister. Und das ist aber auch deine Natur. Du bist also immer der absolute Meister deiner selbst. Und das kann natürlich auch in anderen Artbildungen oder in Büchern auftreten oder in irgendetwas. Aber es ist immer genau angemessen an das, was du für dich gerade dran ist oder was immer dann sein soll. Auf diese Art und Weise von Suche. Dass es der nächste Schritt sein kann. Also es ist immer ein absolutes Belehrung seiner selbst. Und der Lehrer und das Belehrte und das Belehrende ist nicht verschieden. War nie verschieden und wird nie verschieden sein. Und trotzdem erscheint es so. Du erfährst dich in dieser Belehrung. Als ein Belehrter, ein Belehren und etwas Belehrtes. Aber du bist in der Natur von allen dreien, ist das, was du bist. Man nennt man in Indien das diesen sogenannten Satguru, das Selbst, was das Selbst ist. Wo du nämlich zu dem Meister oder irgendeine Situation, in der du dich selbst erkennst, wo beides verschwindet, nämlich du und das, was du erkennst. In das, was du bist, oder eben das zu sein. Aber das kann alles sein. Das ist nicht irgendetwas, was dann besonders wäre. Und nur das Sein weiß am besten, wie es sich eben verloren hat und im Wiederfinden scheinbar wiederfindet. Aber beides ist halt Traum. Und kein anderer Meister oder irgendein Umstand oder irgendetwas kann dich belehren. Also nur das, was immer präsent ist, kann in diesem subtilsten Aha erkennen, dass es immer präsent war und nie wegen etwas war oder sein wird. Und alles andere ist flüchtig. Flüchtigkeit der Schattenwelten von Erfahrungen, die diese Erfahrung nicht bedingen können. Also es war immer da, aber du merkst es nicht, weil du deine Aufmerksamkeit auf etwas Flüchtiges richtest. Und für einen ganz subtilen Moment richtet sich die Aufmerksamkeit auf das, was Aufmerksamkeit ist. Und da ist eine absolute Erfahrung von Unbedingbarkeit, die nicht bedingt ist an ein Vorher-Nachher. Und der Rest ist immer, wie der Rest ist. Und immer war. Und immer sein wird. Und der kann das nicht bedingen, was du bist. Und doch gibt es diese ganzen relativen Meister und Belehrungen und Schüler und das ganze Spiel. Aber da ist noch keiner bei wach geworden. Gott sei Dank. Es ist noch keiner hat nämlich... seine Buddhaschaft realisiert, weil dann gäbe es ja einen Realisierten auf der Welt. Und dann würde das, was deine Buddha-Natur ist, eben sich zeigen können. Als etwas, was sich realisiert hätte oder erwacht wäre. Und damit wärst du schon wieder bedingt an einem Erwachen oder Realisieren. Und da bin ich wirklich wie Buddha in der Diamant-Sutra, wo er sagt, es hat noch nie einen Buddha gegeben, der die Welt betreten hat. Es gibt jetzt keinen Buddha und in keiner zukünftigen Welt wird es einen Buddha geben, der die Welt betreten wird. Und das hat Ramana gleichzeitig so, es hat noch nie einen Realisierten gegeben und es wird nie einen Realisierten geben, der das realisieren wird, was das ist, was selbst ist. Und das, was selbst ist, ist ewig realisiert und braucht keine, nicht mehr oder weniger Realisation als hier und jetzt. Und du wirst halt nicht der Erste sein, der das realisiert. Und das zu erkennen, dass es nie einen gegeben hat und nie einen geben wird und du nicht der Erste bist, da ist der Frieden, nachdem du dich eigentlich immer gesehnt hast. Das ist das Paradox. Indem es das nie möglich ist, ist es da. Absolut. Dann bist du das. Aber nicht als du oder ich, sondern als das. Aber nicht als einer, der das gefunden hat oder dann wach geworden ist. Also könntest du sagen, durch diese Art und Weise, was man dann Erleuchtung nennt, schafft es keinen Erleuchteten. Und durch das sogenannte Erwachen erwacht keiner wach. Es ist einfach nur das Aufhören vom Träumen.
Nämlich den Traum, dass man verschieden ist von dem, was man wahrnimmt. Dass man überhaupt etwas Wahrnehmendes ist. Sondern das zu sein, was vor dem ersten Wahrnehmenden, dem Wahrnehmend Wahrgenommenen, ist, was es ist. Und immer trotz aller Erfahrungen, nicht wegen etwas. Das kann man keinen lehren. Das kann man immer darauf hinweisen und das musst du halt ganz für dich sein. Das kann kein anderer für dich sein, das kann dir keiner geben, keiner nehmen. Also. Und auch keine relative Erfahrung dir bringen. Geschweige denn nehmen. Also Karchen, also der sucht immer noch nach dem nächsten Dönerstand. Wo der Bauch satt werden könnte. Und der Geist sucht möglicherweise nach dem nächsten besseren Computer, der dann die Aufgaben von irgendetwas besser schafft. Alles dafür ist es wunderbar. Aber die ganzen Werkzeuge, das Ganze, was da vorne im relativen Ablauf, wird nie zu dem führen, was das ist. Und da ist eben Freude drin, dass dich nichts bedingen kann. Dass du dich weder selbst kennen kannst, noch etwas anderes kann dich kennen. Oder kontrollieren in dem Kennen oder Wissen. Weil du nicht etwas Wissbares bist, dann bist du also nicht der Körper, du bist nicht der Geist und nicht auch nicht das Gewahrsein, was du wissen könntest. Und da ist Freiheit. Nach der hast du dich scheinbar immer gesehen, nämlich der Freiheit von der Idee, frei werden zu können oder überhaupt frei sein zu können. Also du bist das, was die Freiheit ist, aber kennst sie nicht. Und das, was du nicht kennst, kannst du nicht gewinnen oder nicht verlieren. Und da ist der Friede wieder. Aber wem sage ich das?